Jo, servus, servus, nochmal servus hier vom Pleschinger See. Ja, vom Pichlinger See über den Weikersee wieder hier zum Pleschinger See. Ja, die Seen montagsfrei, nehmen jetzt mit dieser wieder den letzten Lauf. Ja, das waren eigentlich alle drei Seen, die es im Umkreis von Linz gibt. Es gibt natürlich dann noch auch die Starecker Seen, die dann halt, wie der Name schon sagt, dort den Starek-Ring, die Badeseen. Ja, jetzt bin ich einmal hier beim Pleschinger See. Man kann halt eben ganz gut vergleichen mit dem Pichlinger See. Also der Pichlinger See ist erstens einmal viel größer, aber der Pleschinger See ist um einiges tiefer, nämlich die maximal tiefste Stelle beträgt 7,8 Meter. Der Pichlinger See hat eine Fläche von 31 Hektar gehabt, der Pleschinger See nur eine Fläche von 13 Hektar. Ja, sonst ist er eigentlich ganz gleich aufgebaut, also ist es auch ein künstlich angelegter See, hat auch ein Naturschutzgebiet, das sich da hinten befindet. Rund um den See befinden sich Ballplätze, Duschen, WCs, Tischtennisplatten, Spinte, Kaffeehäuser, Imbisse, wobei Imbisse kann man immer sagen, es haben nur mit ganz wenige offen, die Heizung stehen zwar noch da. Benutzt werden diese aber eher weniger. Genau, die Wasserrettung ist auch noch dort. Also die ist dort stationiert, falls es irgendwas einmal haben sollte im Sommer. Dazu gibt es auch noch drei blaue Inseln, zu denen man hinschwimmen kann. Und es gibt auch noch einen FKK-Bereich. Das weiß ich nicht einmal, ob es den im Pichlinger See gibt, weil zum Baden war ich noch nie in Pichling draußen. Ich bin immer gerne da am Pleschinger See. Nur was man halt da als Nachteil auch aufzählen muss, leider ist, wenn es eine Zeit lang kein Wetter mehr gibt, also ein Gewitter, nicht mehr regnet, kein Wind geht im Sommer, dann ist das eine irrsinnige Drecklacken, dank den Enten und Enterichen, den Erpeln. Da gehen wir dann schon gern lieber ins Parkbad. Ja, das war es jetzt einmal so zur Theorie. Und jetzt schauen wir noch ein wenig herum durch den See, ob man ein wenig eindrucksvolle Fotos findet. Ja, und dann würde ich eigentlich schon wieder sagen, Servus, das war's, der dritte See, der letzte See von der Seenreihe in Linz und bis zum nächsten Mal.